Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute zeigen wir euch, wie es hinter den Kulissen von der Produktion von Shopping Queen aussah. Die waren nämlich auf AIDA Nova und heute Abend übrigens auf Vox im Fernsehen. Dann lernt ihr Kapitän Peter Schade kennen und wir gehen mit unserem Lektor Boris Henn nach Baltimore auf die Spuren von Edgar Allan Poe. Shopping ist ja auch bei uns ein großes Thema. An Bord, genauso wie in den Häfen. Und da passt es natürlich super, dass die Shopping Queen wieder mal an Bord war. Und wir waren bei den Dreharbeiten dabei und haben so hinter den Kulissen ein bisschen geguckt, wie das so abgeht. Viel Spaß! Also ich bin die Vivi, komme aus der Nähe von Stuttgart. Meine Hobbys tanzen, Zumba und Kickboxen. Nee, ich habe noch nie eine Kreuzfahrtreise gemacht. Ich bin die Simone, komme aus dem schönen Ilvesheim. Bin sowieso AIDA-Fan. Bars, Wellnessbereich, Outdoor, Sportbereich. Alles, was das Herz begehrt. Neue Leute kennenlernen. Ich bin ein absoluter Handtaschen-Fan. Uhren. Ich liebe Uhren. Also ich bin Ela, ich komme aus Goch am wunderschönen Niederrhein. Also ich bin ein richtiger Karnevalist. Ich finde den Guido super. Ich wollte einfach mal dabei sein. Das Schiff von innen, das ist einfach unglaublich. Die Zimmer sind toll im Wellnessbereich. Also den muss man wirklich gesehen haben. Ich bin die Martina, ich komme aus Hamburg. Ich gehe gerne auf Konzerte, Fußballstadion, essen viel, häufig. Mein AIDA-Gefühl. Die Sonne scheint, es ist genau richtig. Ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Und ich würde mein Wohnzimmer gerne auch so gestalten. Hast du Lust, da mal reinzuschlüpfen? Ja, ja. Wir sind schon das zweite Mal auf AIDA und das ist ein ganz tolles Ding für uns, weil wir mal was ganz anderes machen als sonst. Wir arbeiten mit anderen Menschen zusammen, nämlich nicht nur mit unserem Team, sondern auch mit den Menschen von AIDA. Und das ist eine neue Herausforderung und macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich sage auch, tatsächlich ist es ganz witzig, weil ich sage immer, unser Projekt ist auch ein Schiff. Weil wenn jemand neu auf unser Projekt kommt, wir sind knapp 100 Menschen, die daran arbeiten. So, überall Ruhe bitte jetzt. Aber wir sind ein Riesenteam und wenn da jemand neu raufkommt, der muss auch erstmal gucken. Und das ist hier auch sehr groß und deswegen ist das unser kleines Schiff, ein bisschen kleineres Schiff und das ein sehr großes hier. Hier Shopping Queen an, die haben es extra gebucht oder man hat es extra für mich gebucht und dass wir das angucken mal, wie es in Wirklichkeit auch ist. Das ist einfach toll. Man darf auch nicht vergessen, die Gäste, die ganz interessiert auch gucken, was wir machen und wir sind im Austausch und es macht viel, viel Spaß. Wir sind so um die 15 Leute an Bord für die Produktion. Wir haben 3 Kameramänner mit an Bord und 3 Tonleute. Ich persönlich versuche auch die Gäste am Abend irgendwie so ein bisschen durch unsere Dreharbeiten zu führen, weil Fernsehen kann manchmal für Zuschauer ein bisschen langweilig sein, weil man hat Umbaupausen, man muss manchmal warten und ich versuche das in einer Show im Theatrium zu überbrücken mit mehr oder weniger witzigen Moderationen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht, aber ich glaube, die Gäste haben trotzdem Spaß und können mal zugucken, wie wir so arbeiten. Und es ist meistens in so Situationen, wo man eigentlich nicht weiß, was man sagen soll, wie bei mir. Herzlich willkommen an Vivien, Simone und Manuela. Ihr seht unfassbar jeden Abend aus. Ich bin jedes Mal sitze ich im Theatrium und denke mir, alter Verwalter, was müssen die an Koffern mit haben? So, jetzt mal ehrlich, wie viele Koffer hast du mit? Also ich habe nur 2 dabei, aber die habe ich gepackt wie Tetris. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das alles wieder zusammenrolle. Das wird was. Jetzt seid ihr zu dritt, eine vierte fehlt noch. Ja. Die war heute natürlich wie wild unterwegs. Ja? Die hatte heute ihren großen Tag. Und wir haben eine kleine Nachricht von ihr, echt? Meine Damen und Herren. Willkommen, hallo Shopping Queens. Ich bereite mich gerade für den Runway vor und kann es kaum erwarten, zurückzukommen. Tschüss. Oh, hat's nämlich ausgesehen. Guck mal, das ist für euch wirklich der kribbelste Moment gewesen bis jetzt. Also ich meine, 2 sind schon gelaufen. Da hinter der LED-Wand zu stehen und da rauszugehen. Ich war so nervös. Ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Ich war noch nie auf einer Bühne. Ja, ich habe noch nie einen Lauf gemacht. Ich habe auch noch nie gepostet. Ja, musst du da mal erstmal alles so machen. Wa? Inwiefern waren bei euch da auch die Promi-Begleitung ganz wichtig? Bei mir war die Promi-Begleitung sehr wichtig. Es war ja so wie ein Bruder- und Schwester-Verhältnis sozusagen. Man hat sich gestritten und fast geschlägert, weil man einfach so aneinander vorbei und aber auch man musste miteinander. Also Chapeau, ihr Lieben. Und an dieser Stelle einen wirklich ganz großen Applaus, ein herzliches Dankeschön, dass ihr heute Abend da wart. Gerne. Meine Damen und Herren, unsere 3 Shopping Queens. Und wir gehen mal wieder AIDA Nova. 10 Punkte!
Also nicht vergessen, heute am Sonntagabend, 20.15 Uhr auf Vox einschalten. Richtig tolle Sendung. Und jetzt kommen wir zu unserem Kapitän. Ihr wünscht euch ja immer, dass wir neue Kapitäne vorstellen. Und hier ist der nächste, Kapitän Peter Schade. Wir haben ihn besucht. Ob ich schon immer Kapitän werden wollte? Früher wollte ich auch mal Feuerwehrmann werden und Polizist und Müllmann. Immer wenn ich so aus dem Fenster geguckt habe, aus dem Kinderzimmer. Mein Vater war ja Kapitän und Lotse und er hat mich dann mit 12 das erste Mal mit auf dem Schiff genommen, auf der Elbe. Und da bin ich das erste Mal die Lotsenleiter hochgeklettert und habe das erste Mal eine richtige Brücke gesehen. Ja, und da war es um mich geschehen. Ich habe mein Abitur gemacht, dann habe ich meine Ausbildung zum Schiffsmechaniker gemacht, was früher die Matrosenausbildung war, also Schiffsteuern, Malen, Rostkloppen und so weiter, also die Grundhandwerksgeschichten zu lernen. Und dann habe ich mein Studium gemacht in Bremen an der Seefahrtsschule und habe mein nautisches Patent erworben. Ich habe mein Studium fertig gemacht und dann saß ich zu Hause und dann rief mich meine kleine Schwester an und sagte, Mensch, was hast du denn so vor? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht, Containerschifffahrt will ich nicht. Ja, und dann sagte sie zu mir, Mensch, bewirb dich doch mal bei AIDA. Ich habe so viele Reisen bei AIDA gemacht und das ist so schön. So, und dann habe ich mich bei AIDA beworben. 2010 war das, seitdem bin ich hier. Und ich muss sagen, ja, es ist schön. Wenn ich Urlaub habe, dann gehe ich unheimlich gerne segeln, weil für mich das Segeln so eine unglaubliche Entspannung ist. Motor aus, Segel hoch, man hat dann nur das Rauschen des Wassers und ein bisschen das Pfeifen vom Wind. Aber das ist einfach, ja, das ist Entspannung pur für mich. Ich finde Kreuzfahrt total verrückt. Weil man ganz viele verschiedene Menschen trifft, ganz viele Charaktere, Situationen erlebt, die man so an Land nie erleben würde. Woran ich mich jeden Tag wieder erfreue, ist dieses Naturschauspiel. Diese Ruhe, dieses einfach sich hinzusetzen, in die Weite zu gucken, einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen und sich zu freuen, dass man diese Möglichkeit hat. Das ist das, was ich an diesem Job liebe. Unsere Lektoren haben ja den Gästen immer ganz viel zu erzählen über die Destination, an denen wir sind. Und Boris Henn war in Baltimore und war auf den Spuren von Edgar Allan Poe unterwegs. Und das seht ihr jetzt. Guten Morgen und herzlich willkommen in Baltimore, in Maryland. Und sie trägt den Spitznamen Raventown. Was hat es damit auf sich? Es geht natürlich um Edgar Allan Poe, den berühmten Schriftsteller, der einige Jahre hier gelebt hat. Und wir wollen uns heute auf die Spuren von Edgar Allan Poe begeben. Hier auf dem Campus der Universität von Baltimore findet man sie, die Statue. Geboren wurde er als Edgar Poe. Im Alter von 2 Jahren ist Edgar waise geworden. Seine Eltern starben und er wurde von einer anderen Familie aufgenommen, der Familie Allen eben. Eine sehr reiche, sehr wohlhabende Familie, die dem jungen Edgar sehr viel ermöglicht hat. Und trotzdem lag er eigentlich mit seinem Ziehvater dauernd im Clinch. Wir sind auf der Amity Street und er lebte hier mit seiner Großmutter, seiner Tante, seinem Cousin und seiner Cousine. Die Cousine, die er später geheiratet hat, hat sie Sissy genannt und seine Tante nannte er Mutti. Ist 1847 ist die Ehefrau und Cousine von Edgar Allan Poe, Virginia, an Tuberkulose gestorben. Und das war für den Schriftsteller ein ganz, ganz herber Schlag. Er war verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Schwarm und fand diesen auch, eigentlich eine ganz alte Liebe von früher. Und er wollte sie heiraten. 5 Tage vor der Hochzeit, 1849 war das, ist er dann verschwunden. Hier in den alten Gassen von Baltimore und wurde dann eben ein paar Tage später aufgegriffen, völlig verwahrlost, betrunken. Und man weiß nicht genau, was ihm passiert ist in dieser Zeit. Er starb wenige Tage später im Oktober 1849 unter sehr mysteriösen Umständen.
sein berühmtestes Werk, das ist ja Der Rabe. Eine Geschichte, an der Edgar Allan Poe über 10 Jahre geschrieben hat. Eigentlich sollte es nur ein kurzes Gedicht über eine Eule werden. Und dann erzählt er aber eine ganz andere Geschichte. Die Geschichte von dem Mann, der die Liebe seines Lebens verloren hat. Der sitzt dann abends allein in seinem Haus und dann hört er plötzlich diese schaurigen Geräusche und es klopft überall. Und er denkt, da steht jemand vor der Tür oder auch am Fenster. Aber in Wirklichkeit ist es nur der Rabe. Und der Mann denkt, das ist die Seele seiner verstorbenen Frau und stellt allmögliche Fragen. Aber vom Raben bekommt er immer nur eine Antwort. Nevermore, nevermore, nimmermehr, nimmermehr. Hebt aus dem Schatten meine Seele je sich wieder frei empor? Nimmermehr, oh nie, du Tor. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Schiffe, über die Destination, über die Routen, die wir anlaufen, dann geht ihr ins nächste Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, ihr habt drauf gewartet, die Verlockung der Woche. Wir starten in Teneriffa und fahren als erstes nach Fuerteventura und Lanzarote. Als nächstes besuchen wir Gran Canaria. Noch ein Halt auf Madeira und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Teneriffa. Und zum Schluss wie immer die tollsten Bilder von unseren Schiffen mit der schönsten Musik von Bord. Und euch wünsche ich eine tolle Woche. Tschüss! Life still goes on.